So, weiter geht's auf der Map LBG Schwarze Bombe mit Matze, Tiger und mir. Hallöchen. Hallöchen. Na, hallo. Wie, ach, als wenn's abgesprochen wäre, wäre Feier an Tom vorbei. Oh. Das war aber reiner Zufall jetzt. Nachdem wir letztens in Hanf den Boden gebracht haben, hauen wir jetzt mal schnell ein bisschen Raps rein. Vor allem mal schnell. Genau. Vor allem mal schnell. Sei ja nicht immer so spitz, finde ich, ja. Ey, wo fahr ich denn jetzt gerade hin? Ich wollte den Bug fahren und fahr jetzt zur Bockerei hin, das ist richtig. Läuft. Tiger. Ist auf der anderen Seite. Ja. Naja, ja. Oh, meine Güte. Wollte nur ein bisschen Map zeigen, weißt du doch. Ach so, wolltest du Map-Rundfahrt machen? Wo fährst du jetzt da runter? Du hättest oben an der Tankstelle vorbeifahren können. Du wärst eher da gewesen. Jetzt musst du hinten rum wieder hochfahren. Ja und? Naja. Ach ja, wolltest du Map zeigen, hast du gesagt. Naja, irgendwie muss er sein Video Erfolg kriegen. Wow. Voll der Diss jetzt hier. Ist nicht wahr. Huch. Wer hat das Kraut hier hingepflanzt? Wir nehmen es ja mit Humor, also von daher. So. Warte, der Trigger. Ja, gut. Ach, Backwaren. Paletten, glaube ich, am Gitter hinten. Immer rundherum von hinten dran am Gebäude. Das ist der Verkaufspunkt. Ja, ich bin da am Verkaufspunkt, aber der verkauft hier gerade nicht. Das ist doch der, wenn du von über den Mill-Dings rüber gefahren bist, oder nicht? Nein. Nee, du musst ums Gebäude rumfahren. Oh, scheiße. Ja. Das wäre hier auf der Ecke gewesen. Also, wo du jetzt stehst, im Prinzip einmal gegenüber. Genau in der Ecke drinne vom Gebäude ist Obstannahme für die Produktion. Hinter der Mehl und Zucker. Ja. Also muss ich jetzt quasi auf den Gitter entladen hier, oder was? Yep. Nee. Achso, ja, hinten rum auf das Gitter. Ja, dorthin bist du schon. Gut. Komm, ich mach einmal hier gerade zu, ne? Ja. Hört sich hier mit der eigenen Map nicht aus, hey? Ja, Mensch, wir helfen dir doch. Alles gut. Die verkauft aber hier ratzifatzi, oder? Ja. Könnten wir doch gleich mal gucken, ob wir hier von der Backwaren gleich wieder was mitnehmen können. Soul Company. Backwaren da. Der Boot ist voll. Ach, hier ist alles. Oh Gott, hier ist alles voll, ey. Ach so, knapp, bist du dann fertig hier? Ja. Gut, dann gucke ich mal, dass ich gleich gerade hochfahre. Hey, ein Speicherleck. Und das ein riesengroßes. Nee, das war kein Speicherleck. Ich habe gerade Kuchen spawnen lassen. Oder so. Da wäre es besser, wenn ich einmal so fahre. Siehst doch an der Bodenstruktur, Matze, wo geradeaus ist. Meinst du? Ich denke mal, das kriegst du schon hin. Oh. Da würde ich mich nicht drauf verlassen. Ich auch nicht. Herrsch, fahr mal hinterher, ich kontrolliere mal. Ruhig auf den billigen Plätzen.
Moment mal, wo bin ich bisschen auf den ruhigen Plätzen, ha? Weil ich hatte zuerst gesagt, nicht Onkel. Ja, ja, schon klar. Welche Seite? Es leckt mich am Arsch! Welche Seite fährst du, Tom? Ich bin rechts von dir. Rechts. So, jetzt gucken wir erstmal. Kuchen könnte man, kann man ja theoretisch zum Dings. Kuchen kannst du immer zur Eisbude oder zum Eiskaffee schaffen. Da nimmt der auch Kuchen an zum Verkauf. Das war ja gerade mein. Deswegen wollte ich ja gerade gucken, ob da noch was drin ist, aber da ist nichts mehr drin. Ja, fahr du auf der Seite, ich fahr hier. Ah, hab schon gesehen, dass du da drüben kommst. Und ich glaube, bei der Eisdiele müssten, glaube ich, auch noch Leerpaletten rumstehen, die da wieder abgeholt werden müssten. Ja, das passt doch hier wie die Faust aus Augenkirchen zum Backfahren, von der Backfahren Kuchen mit. Ach, als wenn das so geplant gewesen wäre. Als ob da einer mit dem Messer da dran gezogen wäre, ey. Wahnsinn, ey. Oh, Zwie, war immer mit Zwie. Ach. So, jetzt müssen wir erstmal den Verkaufspunkt hier erstmal freiräumen, die Leerpaletten hier wegräumen. Hier müsste, glaube ich, in einem kleinen Häuschen nämlich der Verkaufspunkt sein. Das war gegenüber von der. Naja, das kleine Häuschen, sag ich ja. Sag ich ja, ich muss aber die Paletten wegräumen. Ach, die eine wollte ja nicht haben. Oder ist schon wieder voll? Aber jetzt mit den neuen Platten, Tom, nimmt er die Paletten so ohne weiteres. Also, das ist. Okay, warum hat der hinteren Hänger auch schon abgeladen? Auch nicht schlecht. Mitten auf der Straße. Ihr seht, ihr könnt die Paletten hier einfach hinschmeißen und sie werden gnadenlos weggesogen. Ist ja kein Staubsauger. Ja, so wie der Verkaufspunkt hier ist, ist es fast wie ein Staubsauger. Dann laden wir hier mal Paletten auf. Ich habe die Paletten ja nur oft genug zusammengesetzt und wieder auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt, bis sie basten.
Okay. Ah, jetzt müssen wir noch wieder eine Palette finden, die fertig passt. Ich glaube, dann dreht Tom durch. Irgendeine wird schon irgendwo nicht passen. Das kann, ist ganz normal. Er nimmt mittlerweile mit, aber. Ja, was soll er auch anders machen? Weil die Massen und Varianten an Paletten, die wir auf der Map haben, und Trigger, Verkaufstrigger, Produktionstrigger. Ich. Mit den Motten hier, mit diesen Scheiß-Triggern hier. Bin doch jetzt gar nicht im Player-Trigger von der Backwand drin gewesen, sondern nur Global Company und trotzdem. Nachdem ich bin vom Trigger aus ins Fahrzeug gesprungen. Das ist schon wieder möglich. Siehst du doch. Vielleicht haben wir immer noch die Bugs. Machen wir das halt anders. Okay. So. Und jetzt das mit den Paletten. So. Weiß ich, ich kann nicht beruhigen, ich habe es auch aufgegeben über die F-Menü da. Ja, sobald ich Dragi und R drücke, macht er mir das von der Backwand offen. Naja, und ich habe es auch aufgegeben. Ich gehe gleich über die SCRG-Geschichte. Irgendwie ist der Saatgutverbrauch trotzdem irgendwo noch viel zu niedrig, hä? Oder? Oh. Wie groß war das jetzt, das Feld hier? Das Problem ist ja, Tom, du kriegst ja sowieso keine große Gleichgewicht rein, weil entweder machst du es für die Leute am Anfang zu schwer, die es kaufen müssen. Ja. Oder wenn du produzierst, hast du halt zu viel davon. Also weil ich bin mit einer halbvollen Sämaschine hochgefahren. Und das Feld 20 schon mal jetzt schon drin und jetzt der 22 und jetzt habe ich noch knappe 30% drin. Die 20 waren 4,8 und das Ding hier hat 9,7 Hektar. Da können wir uns vielleicht in der nächsten Version, wenn du die normale Version machst, das vielleicht noch mal ein bisschen anheben wieder. Schöner wäre es, wenn du das auf die Hektarzahl kriegen abstimmen könntest. Ja, du tust ja eigentlich für jede Frucht Saatgut pro. Ach, ja, das legst du pro Frucht fest. Naja. Auf welche Fläche reinkommt. Aber du musst mir überlegen, für Raps ist ja kleines Korn. Also, das ist schon eine Menge, was du da drin hast und was du da sehen kannst. Raps ist ergiebig, ich weiß, da kannst du mit einer Handvoll kommst du weit. Ja, deswegen ja, also es ist noch im Rahmen, wollen wir es mal so sagen. Hier haben wir das andere Schiff ja auch noch. Ich hasse es, ich hasse. Kann doch gar nichts sein. Ja doch, jetzt gerade schon wieder eine Speicher leck und erstmal wieder die ganzen Paletten wieder einsammeln. Mensch, das hatte doch einer was da hingelegt, du sollst es doch aufheben. Mann. Ja, ja. Sollen wir mal ein paar 500 Euro Scheine da hinlegen, dann sammeln wir die Erde danach bücken. Meinst du, da lohnt sich das Bücken wenigstens, wa? Ja. Achso. Sei aber mal nicht kleinlich, du. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie viel ihr euch bücken würdet, denn das werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge erfahren. Oder beim nächsten Mal, warum soll ich so sagen? Tom!
Zaunfall. Ja, genau. Deswegen schaut beim nächsten Mal rein, wie es weitergeht. Und ciao von uns allen. Ciao. Ciao.